Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist tot. Ihr Mann sei nach langer und schwerer Krankheit gestorben, teilt seine Frau Ivana Gottova auf seiner Website mit. Der 80-Jährige hatte unlängst bekannt gemacht, dass er erneut an Krebs erkrankt war. Karel Gott stand mehr als 6 Jahrzehnte auf der Bühne und veröffentlichte fast 300 Alben. Sie wurden millionenfach verkauft. In seiner Heimat hatte der Sänger Kultstatus. Im deutschsprachigen Raum verbinden viele mit ihm vor allem das Lied zur Biene Maja.